Bestandsaufnahme Gurlitt. Unter diesem Titel zeigen das Kunstmuseum Bern und die Bonner Bundeskunsthalle erstmals rund 450 Werke aus der Sammlung von Cornelius Gurlitt. Die Bayerische Staatsanwaltschaft hatte 2013 über 1500 Kunstwerke von Gurlitt beschlagnahmt. Er wiederum hatte sie von seinem Vater Hildebrand geerbt, der zu einem der wichtigsten Kunsthändler im nationalsozialistischen Deutschland gehörte. In den Ausstellungen zu sehen sind Werke von Monet, Cézanne oder Picasso. Viele der Bilder wurden während des Nationalsozialismus von ihren eigentlichen Besitzern geraubt oder beschlagnahmt, weil sie als entartet galten. Als Forscher erwarten wir uns von der Ausstellung auch Feedback durch die große Medienaufmerksamkeit. Wir hoffen, ein größeres Publikum zu erreichen und vielleicht erkennt ja jemand etwas, das ihm gehörte. Die Entdeckung von Gurlitts Sammlung zählt zu den spektakulärsten Funden in der jüngeren Kunstgeschichte. Die Sammlung löste eine Debatte über den Umgang im Nachkriegsdeutschland mit der sogenannten Raubkunst aus.